Im Dialog Abstände in Vorlagen anpassen, können Sie beim Erstellen einer neuen Reportvorlage die Abstände zwischen den einzelnen Bereichen festlegen. Das betrifft zum einen den Abstand des Vortextes zur ersten Gruppe, das wäre dieser Bereich, und den Abstand der Gruppenüberschrift zum Gruppeninhalt, das wäre dieser Bereich. Bestimmte Einstellungen wie Abstände zwischen den einzelnen Gruppen oder Abstände zwischen den Datenzeilen sind nur in der fertigen Reportvorlage bei Anwendung derselben sichtbar. Für Bauelemente-Templates gibt es noch die Einstellung Abstände zwischen den Datenzeilen und der Bemusterung und Abstand zwischen den einzelnen Bemusterungszeilen. Abstand letzte Gruppe zu Nachtext betrifft diesen Bereich. Eine weitere Einstellung ist die Einstellung der Größe des Wasserzeichens, falls Sie in der Reportvorlage ein Wasserzeichen einfügen möchten.